Herzlich willkommen zurück zu Epic Origins. Was Epic Origins ist, schaut doch selbst in der ersten Folge nach. In der letzten Folge habe ich bereits die Basics abgeschlossen und eine schöne Position für meine Basis gefunden. Und auch wenn ich zwar leider in einer Höhle gestorben bin, habe ich meine Sachen wieder zurückbekommen und sogar noch verbessert. Heute habe ich vor, ein wenig an meinem neuen Zuhause zu arbeiten und es mir gemütlich zu machen. Als erstes Ziel habe ich mir den Bau einer Brücke gesetzt. Deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Holz gesammelt. Ich würde sagen, das hole ich auch mal gleich direkt, indem ich erstmal ein bisschen was reinlege. Und dann ich wollte Fichtenholz nehmen, genau. Denn ich möchte die Brücke größtenteils aus Fichtenholz bauen. Jetzt ist die Frage, wie fange ich an und wie breit wird die Brücke? Ich würde sagen, die mache ich 3 breit, oder? Wie sieht es denn da aus? 1, also hier ungefähr. Dann würde ich sagen, machen wir da so. Und schauen mal. Und das hier ist die fertige Brücke, wenn ich mir das hier so anschaue, ja. Vielleicht mache ich hier noch irgendwelche Strukturen rein, dass es ein bisschen realistischer aussieht. Muss ich einfach mal schauen. So, aber damit können wir schon mal etwas machen, was ich schon machen wollte, aber nicht dazu gekommen bin, weil ich keine Zeit hatte, diese Brücke zu bauen. Und zwar nehmen wir uns... Ich hätte schwören können, ich habe schon welches, aber egal. Und so begann ich mich auf die lange Reise, um einen Kaktus zu finden. Und all das nur, damit ich einen Gag bringen kann. Eigentlich wollte ich nicht die ganze Folge damit füllen, aber zum Zeitpunkt des Schneidens habe ich echt keine Lust, den Inhalt anzufangen, den ich für die nächste Folge geplant habe. Meine Odyssee begann damit, dass ich das Nether-Portal von Herr Lolan gefunden habe und meine Neugierde mich absolut kontrolliert hat. Ah, da hinten ist das Portal, was der Herr Lolan genommen hat. Hab mich schon gewundert, wo der bitte ein Portal gefunden hat in dem Bereich. Ich war hier ja eigentlich schon. Ich würde sagen, dann schauen wir halt einfach mal, was sich hier drin versteckt. Find a broken Nether Portal in the ocean. Ah ja.
Natürlich sind wir direkt in einem Nether-Portal. In einem Nether-Fortress. Natürlich. Mit dem möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Ah, hatte ich nicht Schild? Oh, Mist. Ich bin weg. Habe ich nicht irgendwas zu essen? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ernsthaft. Gut, dann, ja. Ganz vergessen, wie unfassbar gefährlich Feuer für mich ist. Wir müssen doch irgendwo Fische geben. Obwohl, Fische helfen mir ja nicht mal was. Ich brauche irgendwas. Oh, nee. Einen Apfel habe ich nicht dabei, ne? Okay, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Gut, dann muss ich wohl erstmal nach Hause gehen und mir was zu essen besorgen. Juhu. Oder auch nicht. Bitte sagen wir, dass hier irgendwas anderes außersieht sind. Obwohl ich habe Knochen, aber ich glaube, das bringt mir wenig. Ja, bringt mir wenig. Ah, da ist Essen. Gut, das heißt, ich kann weitermachen und währenddessen nochmal gleich hier ein bisschen was ausbeuten. Das kann ich ja schließlich sehr gut. Oh, danke, das tut gut. So, dann beute ich mal hier wieder alles aus. Ist ja sowas alles. Das nehme ich mir. Das nehme ich mir auch mal mit. Eigentlich glaube ich alles, aber okay. Ist nicht mein Problem. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht neu für mich. Oh, noch ein Ruin Portal. Okay. Da nehme ich das hier mal mit. Holy crap. Was ist denn hier los? Und du, was willst du hier? Oh, es ist eine Geburtstagsparty hier. Hallo Freunde. Sonst auch jemand hier? Ne? Gut. Eine Uhr, bisschen Gold, Schusssicher. Alles nicht wirklich toll, aber. Eigentlich nicht wichtig, ne. Ach, ich find's schön, dass ich bei Nacht hier easy hochkomme. Tutalari. Okay. Sagen wir hier, Wasserschutz und Schnellladen. Brauche ich eigentlich alles nicht wirklich. Dich nehme ich auch mit. Just because. Nachdem ich dann 2 Stunden und 37 Minuten in einem Eisbiom rumgelaufen bin, dabei 2 Schätze ausgegraben habe und sogar ein Ocean Monument gefunden habe, bin ich dann via Raystone doch einfach nach Hause gegangen und habe festgestellt, wie unfassbar dumm ich war. Gut, ja, was machen wir dann? Ich habe immer noch keinen grünen Farbstoff. Das ist nicht zu fassen, ne? Das ist nicht zu faschen. Zu faschen vor allem. Okay, ich war sehr dumm. Sorry, Leute, aber. Oh Gott, ist das unangenehm. Ich war ja schon mal hier hinten und habe da diese Oase gefunden, ne? Ja, ich hatte komplett vergessen, dass eine Oase meistens in einer Wüste liegt. Ja, gut, ne? Unangenehm. It's a cactus. So. Nämlich ein bisschen Sand noch mit. Habe ich schon. Okay, und dann auf nach Hause. Meine Güte. Oh Gott. Home, sweet home.
Home. Mit Kaktus. Das ist für mich gerade so ein Erfolg. Erstmal alles wieder irgendwo hinweg verstauen. Dann einmal das machen und einmal das machen, damit ich nicht alles verbrauche. Dann das da rein. Ich brauche Kohle. Haben wir Kohle? Nein, wir haben keine Kohle. Hallo? Warum haben wir keine Kohle? Ah, egal, wir haben noch. Kann man das nehmen? Ja. Und damit können wir endlich ein Thema, ein To-Do-Ding abhaken. Und zwar das Brücke bauen.